Auf unserer Station über die Weihnachtsmärkte in der Region sind wir in Wolfen-Nord gelandet. Wolfen-Nord ist ein riesiger Stadtteil von Bitterfeld-Wolfen und da sind wir jetzt hier, um zu schauen, was denn hier auf dem Advents- bzw. Weihnachtsmarkt los ist. Schlecht ist, dass es hier auch nicht schneit, sondern dass hier prompt auch wieder regnet, aber wir gucken uns trotzdem mal ein bisschen um. Es ist schön hier. Das wissen wir jetzt schon, denn wir haben was gefunden, was wir unbedingt nachher verkosten müssen. Und wir freuen uns, dass Sie zuschauen und wir gucken mal, was wir für Sie für Bilder mit nach Hause bringen, trotz Regen in Wolfen-Nord. Ja, eine nicht ganz so gut gefüllte Eisenbahn haben wir gerade gesehen. Aber auch hier sitzen manchmal Kinder drin und der Schaffner und Fahrzeugführer sitzt in diesem Haus. Hallo erstmal, schönen guten Abend. Guten Abend. Wie viele Fahrgäste transportieren Sie denn? Das kommt drauf an, wie viele Leute hier sind. Also der Regen ist schon ja nicht gut. Wenn der Regen nicht wäre, wären mehrere. Also durch den Regen ist es ein bisschen schwierig, aber normalerweise fahren viele Kinder mit. Ja, genau, viele. Okay, ich bedanke mich ganz herzlich. Na, haben wir hier wieder Pech gehabt. Kein Kind im Zug, aber wir finden Menschen. Es sind auch in Wolfen Menschen unterwegs, die auf dem Adventsmarkt was erleben wollen. Der erste Stand in Wolfen, der uns hier aufgefallen ist, ist ein Essensstand. Wie überall gibt es Gegrilltes. Einen schönen guten Tag. Wer sind Sie denn? Der Herr Klocko bin ich. Herr Klocko. Richtig. Jawohl. Und was gibt's denn hier Besonderes? Bei uns gibt's zurzeit am allermeisten die Würstchen. Die gehen am allerbesten hier. Ja, ja. Das sind welche Art? Das sind Thüringer Rostbratwürstchen. Thüringer Rostbratwürstchen. Genau. Und dann sehe ich, Buletten haben sie, Steak haben sie. Und habt ihr irgendwas Geheimes, was ihr speziell anfertigt? Wo ihr sagt, das kriegt man ja nur bei uns. Die Würstchen. Also ja, ihre Kollegin hat ja irgendwas vom Glühwein erzählt, irgendwie eine besondere Mischung. Wir haben diesen Jagertee da, da wurde ich. Das wird's gewesen sein. Genau, wahrscheinlich. Da wurde ich auch gerade aufgeklärt. Das ist heißes Wasser mit so Kräuterschnaps drin und das soll sehr gut schmecken. Ich habe es bis jetzt noch nicht gekostet. Sollten Sie auch vielleicht mal machen. Sollte ich vielleicht mal machen. Wärmt bestimmt gut durch. War's denn schon gut besucht heute? Ich bin seit um 3 da und es hat sich schon gelohnt, ja. Ja. Wir haben immer ein bisschen Pech, sind immer ein bisschen wenig Leute, wenn wir gerade kommen. Aber es ist ja nun auch nicht gerade sonderlich angenehm von den Temperaturen. Und hier ist ja ein bisschen trockener, hier geht's ja. Es ist recht warm, also wenn man hier die Kohle drauflegt, dann sind hier gut. Was würden Sie uns denn zum Kosten empfehlen? Wir gehen natürlich nicht von diesem Stand, ohne mal etwas zu kosten, nicht wahr? Was empfehlen Sie uns? Ich könnte Ihnen die Roster empfehlen. Die sind jetzt gut durch und die könnten Sie gerne mal kosten. Das werden wir jetzt machen und ich habe noch mal gesprochen mit dem Herrn Klocko. Und wir wünschen noch viel Spaß auf den Adventsmarkt hier in Wolfen und wir gucken uns noch ein bisschen um. Wie geht denn das hier? Sie essen den ganzen Abend, ich renne hier rum, renne mir die Fiese im Bauch, ich komme zu nichts. Lieber Weihnachtsmann, wir sind im Wolfen unterwegs. Wir wollten wirklich mal ein Päuschen machen. Und einen wunderschönen Steak habe ich gerade ein Kosthäppchen von diesem schönen Stand bekommen. Sagen Sie mal, ist denn hier auch was los? Hier sehe ich gar keine Kinder. Ja, die Kinder, die Kleinen, die sind nun schon wieder nach Hause. Und die Größeren, die kommen erst so circa 18 Uhr, nehme ich mal an. Haben Sie das schon mal zu Hause gesehen? Ein Weihnachtsmann mit leeren Geschenkesack. Ja, irgendwann muss ich ja auch mal wieder Nachschub holen. Der Sack wächst nicht von alleine nach. Ja, lieber Weihnachtsmann, was können wir denn tun, dass es endlich schneit? Ja, das ist eine schöne Frage. Haben wir den Weihnachtenschnee? Ich denke mal, ja. Na? Also ich habe ja schon mal meine Beziehungen zu meinen Kollegen im Himmel spielen lassen. Also die haben mir versprochen, dieses Jahr gibt's eine weiße Weihnacht. Ich esse jetzt meinen Steak weiter, schicke dem Weihnachtsmann auf Nachschub holen für Geschenke und wünsche noch einen schönen Abend. Ein Dankeschön, einen schönen Abend noch allen. Dankeschön. Ja, ich habe mir ein trockenes Plätzchen gesucht. Es ist ja wirklich feucht hier in Wolfen. Es ist kein Schnee, es ist wirklich Regen. Wo sind wir denn jetzt untergekommen? Wer hat mir denn jetzt
Gastfreundschaft gewährt. Das Kreativzentrum Wolfen. Aha, was ist denn das genau? Das ist ein Verein mit Werkstätten, wo Leute basteln können, sich was herstellen können in der Holzwerkstatt, in der Metallwerkstatt, in der Floristik, in der Töpferei. Das klingt ja sehr groß. Ja, und ein Computerkabinett. Mhm. Was haben Sie denn hier heute ausgestellt? Erzählen Sie mal was. Also wir haben Kräppelchen verkauft, Schokoäpfel, Schokobananen und kleine Nikolausgeschenke. Ja. Darf ich mal so ein Kräppelchen sehen, wenn wir das mal zeigen können? Ich nehme jetzt eins raus, darf ich? Na klar. So, liebe Kamera, was du nicht kriegst, ein Kräppelchen. Will denn unser Tonmann ein Kräppelchen? Auch nicht. Na komm, ins, komm, Tonmann. Ja, also dann habe ich das Kräppelchen, aber ich bin ja noch nicht fertig. Das Problem ist ja das, woran beteiligt ihr euch denn sonst noch, außer auf dem Weihnachtsmarkt zum Beispiel? Also eigentlich an allen Veranstaltungen, die in Wolfen und Bitterfeld stattfinden. Also ihr arbeitet sehr viel öffentlich. Genau. Und der Verein hat wie viele Mitglieder, kann man da was sagen? Er hat 15 Mitglieder. Das ist ja nicht allzu viel, aber ihr seid kräftig beim Wirken? Ja, wir sind kräftig beim Wirken mit Jugendlichen und Kindern und auch Senioren. Mhm. Und ihr feiert auch Weihnachten? Natürlich. Ja. Ja, da wünschen wir jetzt schon viel Spaß und vor allen Dingen, wir wünschen euch gute Umsätze. Ja? Habt ihr irgendwas selbst gemacht überhaupt hier? Alles selbst gemacht. Müssen wir erstmal die Damen hier... Bitte? Wer sind Sie denn? Ich bin die Frau Kordas aus Wolfen. Ah. Ja. Und ich bin für das Computerkabinett zuständig. So. Und Sie haben jetzt sich aber nicht lumpen lassen, nur haben was selbst angefertigt? Richtig, aus Lebkuchen, Waffel und kleine Gummibärchen. Und das sieht ja aus wie ein Kondom, wollte ich sagen. Nein, eine Kerze, eine Kerze. Das ist eine essbare Kerze. Das haben wir Kinder. Jetzt kann ich nicht nochmal sprechen. Ist die Kerze gleich umgefallen, weil es als Kondom benutzt wurde. Also so ein Spaß, ja. Fertig. Auf geht's. Sie haben sich ja nicht lumpen lassen, was selbst anzufertigen. Richtig, wir haben hier aus Waffeln und Lebkuchen so eine kleine Nikolaus-Geschichte gemacht, wo wir auch im Kindergarten gebastelt haben. Sieht ja richtig gut aus. Sehr schön. Und das soll so aussehen, als ob die brennt, ja? Richtig, das Müssen wir mal die Kamera natürlich zeigen, dass der Kamera mal, ob die Kamera das sieht. Wunderbar. Na, da drücken wir Ihnen die Daumen, Dankeschön, dass Sie noch gute Umsätze machen. Und wie lange... Oh, danke schön. Das ist wieder für mein Team, damit Sie kosten können. Sie sehen, wir werden gut versorgt, auch in Wolfen, hier in Wolfen Nord auf dem Weihnachtsmarkt. Ich bedanke mich ganz herzlich. Tschüss, bis denn. Das war's schon wieder in Wolfen. Wunderschöne Stände, natürlich eine Menge an Glühwein. Eine Menge an was Kulinarischem zu essen und ein bisschen Kultur gab es hier sogar. Und wir haben natürlich auch Kreatives erlebt. Also das war's aus Wolfen Nord. Bis zum nächsten Mal. Das war's. Tschüss.